Die Corona-Zahlen steigen, die Variante Eris treibt ihr Unwesen. Jetzt wird wieder empfohlen, für alle ab 12 Jahren sich eine neue Corona-Impfung zu holen. Was sagen die Wiener dazu? Wir haben uns umgehört. Ich werde auf jeden Fall die Impfung abholen, auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, nein. Ich habe jetzt meine 3 Impfungen gehabt. Ich habe das gemacht, weil das Forderung war. Und ja, viele Österreicher wollten ja sich impfen lassen, weil sie sich nicht einsperren wollen. Und ja, eine 4. glaube ich, werde ich mir nicht holen. Vorerst mal noch nicht, nein. Also wenn es natürlich wieder notwendig ist, sich impfen zu lassen, dann wird man sich natürlich wieder impfen. Aber wir hoffen auch, dass die Regelungen dann dementsprechend angepasst werden. Ich nein. Ich habe mich zweimal impfen lassen und ich würde es so nicht mehr tun. Also wenn es nötig ist, würde ich mich schon impfen. Weil ich schätze den Coronavirus mittlerweile auch so wie eine Grippe ein. Und die Corona-Impfung sehe ich dann auch mittlerweile fast wie eine Grippeimpfung, die man sich vielleicht in Zukunft auch jedes Jahr erneuern lassen muss. Wie viel Vertrauen haben Sie so in die Experten und in die Corona-Politik? Eigentlich schon eine sehr große. Also ich glaube, sie wissen, was sie tun. Und ich glaube, die Impfstoffe sind auch relativ gut. Also sie bewirken ja auch viel. Man kann kritisieren, dass es manchmal sehr lange gedauert hat, bis man Entscheidungen getroffen hat. Aber ich würde sagen, jetzt im Großen und Ganzen hat man es gut über die Bühne gebracht. Machen Sie sich ein bisschen Gedanken jetzt um den Herbst? Also hat man da jetzt irgendwelche Sorgen? Auf jeden Fall. Es war jetzt eben gerade jetzt vor kurzem, haben Sie gesagt, dass die Zahlen wieder steigen. Und ich habe heute noch spaßeshalber gefragt, wo sind die Masken? Also ich denke schon, dass wieder was kommt, aber natürlich nicht in dem Umfang. Das wird laufen wie eine ganz normale Grippe. Sind ja auch Grippeviren in dem Sinne, sage ich einfach mal so, als Laie. Und ich würde das also in der Form nicht machen. Eine Grippeimpfung, okay, habe ich immer gemacht, aber nochmal Corona würde ich nicht machen. Ich erkenne viele Leute, die Nebenwirkungen haben, was viel verschwiegen wird und deshalb bin ich dagegen. Schon ab 12 Jahre einfach unverantwortlich. Also ich hoffe nicht, dass es noch einmal zu einem Lockdown kommen wird. Da es ja auch bei den ganzen Gastronomie-Leuten, die hier arbeiten, schon schwer ist. Viele finden keinen Job mehr, viele müssen sich ganz neu orientieren, weil sie in der Gastronomie nicht mehr arbeiten können, weil sie sich nicht mehr sicher dort fühlen. Und ja. Naja, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, kann man schon eine Tendenz erkennen, dass Anfang Herbst bezüglich Winter die Zahlen immer wieder steigen. Ich hoffe nicht oder glaube nicht, dass es so exponentiell steigt wie die letzten Jahre, aber ich glaube schon, dass wir mit höheren Zahlen wieder rechnen können. Wenn die Zahlen steigen, schätze ich schon, dass wieder wir Richtung Lockdown die Maßnahmen setzen. Und wie wäre das für Sie? Ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen gerade, aber ja. Darf ich fragen, wieso? Wäre eine angenehme Pause vom Leben, vielleicht ein paar Wochen zu Hause zu liegen.